Also ich glaube, wir können uns darauf freuen, dass der automobile Innenraum uns Möglichkeiten geben wird in der Zukunft, die verschiedenen Anforderungen, die wir in der Zukunft haben werden an den Innenraum, dass er die uns bietet. Sprich, wir werden, wenn wir es wollen, ein Arbeitszimmer haben. Wir werden, wenn wir es wollen, in einem Wohnzimmer reisen. Und wir werden, wenn wir es wollen, vielleicht auch in einem Entertainment-Room durch die Gegend reisen. Also sprich, sowohl Kino, wie aber auch Arbeitszimmer, wie auch Meeting-Room. Je nachdem, was wir gerade haben möchten, soll der automobile Innenraum der Zukunft in der Lage sein, genau das abzubilden. Die automatisierte Fertigung ist insofern sehr wichtig, als wir einen zunehmenden Trend zu geringer werdenden Stückzahlen sehen in der Automobilindustrie und zu mehr Individualisierung. Also der Endkunde bestellt sein Produkt. Wir müssen in der Lage sein, das in unserer Fertigung abzubilden, sprich Massenfertigung von Losgröße 1. Der Endkunde wird genau sein Fahrzeug so bestellen, wie er das haben möchte, und es wird es vermutlich auch nur noch ein einziges Mal auf der Welt geben. Aber der hat mir hervorragend gefallen. Vor allen Dingen war er natürlich hochkarätig besetzt. Also die Vorträge von beispielsweise Herrn Jungwirth oder auch Professor Schindler, wirklich toll, muss ich sagen. Ich persönlich habe viel gelernt. Ich komme gerne wieder. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Auf der einen Seite sowohl visionärisch, also wirklich tolle Themen in der Zukunft diskutiert und angepackt, aber auch darüber nachgedacht, wie setzen wir es ganz konkret heute um in unseren Werken, Stichwort Industrie 4.0, sowohl bei Volkswagen oder auch bei BMW in der Fertigung.